Hey ho Leute, hier ist wieder der Sokusa und ihr könnt sehen im Hintergrund, ich habe die Closed Beta von Homefront. Ich muss ein bisschen hektisch reden, weil hier gerade Musik im Hintergrund läuft. Wir machen komplett, wir gucken uns das jetzt einfach mal ein bisschen an, nehmen dabei ein bisschen auf. Hier unten steht ja schon im roten Text, denkt dran, das ist hier ne, frühe Status vom Spiel, wenn es crasht und so. Ja, okay, wissen wir, Betas könnten halt mal crashen. Wir starten jetzt einfach mal und müssen nämlich dann kurz unsere Helligkeit und so einstellen. Ich mache es jetzt extra mal für YouTube ein bisschen heller. So 85. Das passt, die Area ist in Ordnung. So. Homefront Closed Beta is now live bis Sonntag. Ja, okay. Er checkt, ist alles in Ordnung. Servers are online. Wir drücken Enter und gehen hier mal runter und lesen mal ganz schnell. Koch Media, alles ist gut. Ah, da kann ich hier nicht. Ja, ich accepte. So, wir müssen normalerweise jetzt auch einen Char erstellen, glaube ich. Attention, genau, wir müssen einen Charakter erstellen. Das machen wir jetzt mal. Und irgendwie, ich muss mal gucken, gerade ist kein Sound mehr im Hintergrund. Ich hoffe, das geht gleich wieder und das ist jetzt hier nicht direkt mega verbuggt. Ja, wir nehmen den. Select Body. Choose Name. Ach Gott. Ja. Choose Name. Eingabe auf Xbox. Nein. Choose Name. Wir nennen den einfach mal Soul Cruiser. Ich spiele das über die Streaming Software Windows 10. Deswegen ploppen mir manchmal andere Fenster auf und deswegen habt ihr auch einen Mauszeiger im Bild. Ah gut, wir haben hier noch Sound. Search for Co-op Missions, Fighters, Armory, Quick Play. Ich habe keine Ahnung, was man hier genau macht. Ich mache einfach mal Quick Play. Und dann gucken wir einfach mal, weil ich gar nicht genau weiß, was hier gespielt wird. Search for Mission. Scheint jetzt hier erstmal so ein reines Multiplayer-Spiel zu sein. Also die werden hier nicht die große Story so zeigen. Und ja, ich hatte auch noch keine. Warte mal, da war doch. Options kann ich hier. Sound, genau. Da können wir nämlich mal kurz die Musik ein bisschen runterdrehen. Bevor uns nachher. Voice over IP machen wir aus. So, Visuals können wir noch reingucken. Lens Flare, yo, machen wir alles an. Ist alles gut. So, Quick Play. Kann ich auch was anderes als Quick Play machen? Fighters. Armory. Create once, bla. Pure. Nee, komm. Wir gehen jetzt einfach mal irgendwo hier rein. Matchmaking. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch und ich hoffe, da haben ein paar Leute auch die Beta am Start. Weil ich da jetzt nicht unbedingt alleine rumlaufen wollte. Ja, und das ist ja ein Shooter und. Oh, da haben wir ein paar Leute. Und dann werden wir jetzt mal einfach gucken, wie das hier funktioniert. Ich habe. Das Spiel jetzt gerade das erste Mal quasi gestartet und ja, wir gucken uns jetzt mal an, was da überhaupt so geht. Gut, Ladebildschirm ist jetzt mit Sicherheit normalerweise interessanter unterlegt mit Musik, aber das haben wir ja aus Gründen ausgemacht. Wir gucken mal, wie lang die Ladezeiten so sind. Ich schneide ja auch nichts raus, sondern ja, alles ungefiltert. Denkt dran, die haben vorher schon Bescheid gesagt. Das Spiel in der Endfassung wird sich noch verändern. Ob das jetzt grafisch sich noch stark ändern wird, bezweifle ich, weil das Spiel kommt bald raus. So, Infiltration. Keep your eyes peeled. These Nork strongholds are built upon the ruins of Philadelphia. Let's move up. Probably multiple ways inside, if you know where to look. Okay. Grafik sieht ein bisschen schwabbelig aus. Sniper! Sniper! Was? Wo? Sniper? Sniper? Where? Sniper? Ja, da oben steht auch immer, Closed Beta, not the final content, also. Irgendwo? Da unten lief doch, ah, das ist ein Fahrzeug gewesen, ach du Scheiße. So, wir müssen jetzt hier infiltrieren, also das ist wirklich,
taktisch. Wo sind denn die anderen? Die anderen sind... Ah, hier sind Gegner. Jawohl, es hat laut, Alter. Warte. Alter, 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 wo ist der Gegner? Alter, Alter, Alter. Wow, ist das ein Sound. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber ich find's gerade geil. Alter, Verwalter, ist das schwer. Ihr seid alle fällig. Der Bass muss ficken, Leute. Ist er online? Oder ist er oben? Gotcha! Der ist nicht tot. Alter. Jetzt ist er tot. So, haben wir noch eine andere Waffe? Jo, eine Knarre, also eine Pistole. Oh, die klingt nicht so gut. Alter, hier. Okay. Wir haben auch Granaten. Werfen, Junge. Wow. Also heilen schnell. Jawohl, es explodiert. Nice. Wo kriege ich Moon, Leute? Ich brauche Munition. Heyo. So, wir gehen jetzt mal da zu dem Punkt. Grafisch muss ich halt sagen, es sieht schon... sehr stimmig aus. Ich habe ja immer das Problem, wenn ich das ein bisschen hier über dieses Streaming-Tool mache, ist die Grafik immer leicht ja, durch dieses Streaming verschwommen. Aber trotz alledem sieht das echt gut aus. Ich müsste das mal später... Da ist Munition. Aber das ist hier drin in der Base. Oh Gott, Leute. Das ist halt sehr stark wieder ja, missionslastig, dass man halt mit seinen Kumpels spielt. Und da kommen halt in letzter Zeit echt gute taktische Games raus. Rainbow Six ist echt gut gewesen, gerade im taktischen Bereich. Dann kommt jetzt ja auch noch Division, was ja auch davon lebt. Ah genau, wir müssen hier... warte, wenn ich die Map richtig sehe, wir müssen... Irgendwie hier nach unten, kann das sein? Kanalisation? Ich guck mal. Da unten geht's runter, ne? Ja, die Moon ist auch unten. Okay, wir gehen ja runter. Da geht's rein. Na komm. So. Und dann werden wir jetzt auch kurz Munition eben holen. Da. X auffüllen. Kriegen wir hin. Wechseln wir auch direkt die Waffe. Okay. Und dann laufen wir unseren Kumpels mal hinterher. Wie sind die raus? So? Hey, wie kommt man hier raus? Leute! Hallo? Seid ihr hier so raus? Bin ich jetzt hier richtig? Das Ducken. Ah, doch, an die Kante springen. Alles gut. So. Das ist ein Kontrollraum. Das ist der ist oben. Keine Ahnung, wie komme ich jetzt so? Versuchen wir da zu klettern. Nee, das ging schon mal nicht.
Okay, geht auch nicht. Wo seid ihr denn jetzt alle hin, Leute? Muss man erstmal ein bisschen mit der Steuerung sich zurechtfinden. Hier sind die langgelaufen. Okay. Ich gehe mal dahin, wo die Leute sind. Die haben ja Tor aufgemacht hier. Das sind unsere. Okay, we're good to go. Form up around the trucks and we'll get this show on the road. Okay. Oh! Jo, kriegen wir hin. So, müssen wir jetzt hier in den Truck rein oder was? Hallo? Hallo? Hey. Komm, nimm mich mit. Er will nicht. Du Spaß. So, egal. Da kommen Gegner. Steht doch noch einer. So, wir müssen jetzt beschützen hier den Konvoi. Ja, protect the trucks. Kriegen wir hin. Alter, guckt euch mal an, wie viele Gegner hier sind. Ho. Anzünden die Scheiße. Haben wir nicht noch irgendwie andere Granaten oder so? Ja, ich brauche auch mehr Ammo. Und jetzt? Alter, wer hat auf mich geschossen? Er hier, immer noch. Boom! Er hier braucht doch Hilfe, Leute. So. Do you guys get the feeling that this is turning into a game of cat and mouse? Ah, okay, man kann die Typen alle looten. Hätte ich vielleicht vorher mit allen machen sollen. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen wenig Munition. Aber hier. Hier ist Moon. Nice. So, nachladen. Okay. Jetzt geht's wieder los. Was? Ey, Fahrzeug hinter uns. Wow, fuck. Da kam, direkt ein Auto hinter uns. Zwei Mann sind down. Wir zappen mal durch. Ja genau, komm mal ran. Da steht ein Fahrzeug. Nicht drauf schießen. Mission failed. So, jetzt kriegt man hier XP auf jeden Fall. Es ist nicht so einfach, muss ich sagen. Aber es macht schon auf jeden Fall Spaß. Ja, Team-Totalpunkte kann man halt sehen. Ja. Ja, das heißt wohl, dass in der Beta halt dieser Koop-Multiplayer-Maps-Gedöns einfach so läuft. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Soulcruiser. Tschüss.